Servus und herzlich willkommen zurück zu V-Rising mit mir, dem Eagle, und mit Isabella von Karstein, die im letzten Part zum ersten Mal ihre Diener losgeschickt hat, um ein bisschen zu grinden. Und sobald wir nach Hause kommen, sollten wir uns auch definitiv anschauen, was sie erbeutet haben. Zum anderen haben wir das letzte Mal durch schieres Glück, ehrlich gesagt, einen Free Kill bekommen, und zwar von einem der höheren Bosse. Hier, von Meredith, der leuchtenden Bogenschützin. Die hat sich gerade mit einem anderen Boss geprügelt und wir hatten einfach Glück, dass wir die da direkt mal mitnehmen konnten. Hier. Meredith glaubt inbrünstig an die Kirche der Leuchtkraft. Sie glaubt, ihre Kraft sei ein Geschenk des Lichts im Kampf gegen dunkle Mächte, so wie es einst die ursprünglichen Paladine des Lichts erhielten, um Dracula und die Vampirlegion aus dem Weg zu räumen. Tapfer und zugleich naiv, was den Verfall der Kirche hin zu Gier und Maßlosigkeit angeht, ist diese heilige Schützin vom Licht geblendet. Sie hat nur an ihrem Kampf um die Gerechtigkeit im Sinne, koste es, was es wolle. Aha. Okay. Ja gut, was hat die uns jetzt gebracht? Ein Zauberpunkt im Sturm und ein Heilig-Widerstandstrank. Das ist ziemlich geil, ehrlich gesagt. Brauchen wir zwar aktuell noch nicht so dringend, aber hey. Hier haben wir übrigens dann Krieg, den untoten General, den haben wir auch schon gesehen. Krieg, der zu Lebzeiten ein beeindruckender Stratege war, starb schon früh, weil er den falschen Verbündeten vertraut hatte. Aha, also wieder mal so ein richtiger Italien-Moment. Obwohl er einen ungerechten Tod sterben musste, hatte er, wie jedes große Genie, Vorkehrungen für einen solchen Fall getroffen. Ein dunkler Pakt mit einem untoten Wesen ermöglichte es ihm, wieder aufzuerstehen und Rache zu nehmen. Jetzt dient er dem Kult der Verdammten mit neuer Zielstrebigkeit und widmet sich ganz ihrer rätselhaften Sache. Ja, ist ganz interessant. Also der liefert uns nochmal was in Unheilig. Dann eine Türklingel, eine Sense und ein Skelettpriester zum Beschwören, theoretisch. Wisst ihr was? Wir könnten das eigentlich auch mal probieren, aber andererseits, wir sind jetzt gerade voll beladen. Wir sollten jetzt besser gehen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das wird ja jetzt wohl hoffentlich kein Bossgegner sein. Gibt es hier tatsächlich auch. Also unter dieser Kutte kann sich auch ein Bossgegner verstecken. Das ist dann meistens ziemlich mies. So. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt nochmal schauen, aber nee, ganz ehrlich, ich gehe besser. Ich gehe besser. Wo ist denn hier der nächste? Na gut, eigentlich könnte ich auch selber runterlaufen. Das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Wir gehen da jetzt einfach mal kurz weg. Guten Tag. Naja, lasst mich einfach in Ruhe. Interessiert mich gar nicht. Ich will ja nur. Was liegt da? Ach so, robuste Tierhaut. Naja, gut. Komm, geschenkt. Nee, aber das war echt ganz gut, dass wir da jetzt einmal Glück hatten hier mit dem Boss. Und ich meine, gerade so Wanderbosse, kann man sich halt wirklich dadurch relativ stark erleichtern, indem man die einfach gegeneinander antreten lässt. Das klappt nicht bei jedem, aber bei dem klappt das, ganz gut hier bei der Meredith. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Jetzt haben wir das schöne Gelehrtenblut, außerdem haben wir Blutmond. Also eigentlich müssten wir das gleich nochmal nutzen, dass wir vielleicht die Schneiderin uns jetzt holen, würde ich sagen. Die Beatrice, die Schneiderin, die uns hier auch dann möglicherweise die Option auf ein besseres Rüstungsset gibt und solche Sachen, das wäre schon ziemlich wichtig. So, jetzt schauen wir erst einmal. Da ist gleich der Eingang, ich sehe ihn doch schon. Da, genau. Perfekt. Da sind wir doch schon hier wieder im Schloss. Oder? Ach nee, falscher Eingang. Genau die andere Seite ist es, ich Trottel. Aber ja, soweit ist das bis jetzt ganz, ganz ordentlich. Jetzt machen wir hier mal zu. Wunderbarski. Hallo Alfred. Oh, verletzt. Nanu. Was ist denn da los? Ich wurde zertrampelt, während ich mich in eine Ratte verwandelt habe. Mei, du bist aber auch ein Trottel, weißt du das? Mein Gott, okay, ja, den Rest nehme ich dir nachher ab. Mein Gott, einmal mit Profis arbeiten hier. Gut, es stand auch dort ein 25% hier Chance auf Verletzung, aber trotzdem. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ein bisschen Professionalität wird man wohl noch erwarten dürfen. So, jetzt gerade mal schauen hier. Okay, nee, das gehört alles gar nicht hier rein. Das muss man hier ins Materiallager tun. So, zack, 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 zack. Irgendwie so. Beziehungsweise verstärkten Bretter, die kommen woanders rein. Müssen wir gleich mal schauen. Die verstärkten Bretter tun wir einfach hier irgendwo rein. Nur damit die schon mal aufgeräumt sind. Der Lehm und so weiter, das kommt alles hier irgendwo hin.
Zack, zack, genau. Dann beschwören wir uns mal die restlichen Leute her. Die anderen scheinen nicht betroffen gewesen zu sein. So, Severa. Du hast mir Fisch mitgebracht und zwar gar nicht wenig. Sehr nice. Was hast du noch mitgebracht hier? Irgendwelche Zeug. Trauerlinien und 4 Silbermünzen. Okay, das ist gut. Was haben wir jetzt da alles noch mit dabei? Ah, okay. Ein paar Blumen und so ein Zeug. Kümmere ich mich gleich drum. Nur ganz schnell noch aufräumen alles. Wenn wir schon mal dabei sind. Lager für Alchemie. Kommt alles hier rein. Ach, Öl gehört da auch mit rein. Okay, interessant. Wusste ich gar nicht. Gut. Tun wir die ganzen Herzen hier noch mit hin. Gehen wir nochmal runter. Sammeln den Rest ein. Hier, kommt mal her. Also, dass der ausgerendet jetzt hier sich noch eine Verletzte geholt hat, das ist natürlich ärgerlich. So, okay, wunderbar. Die beiden anderen sind aber schon mal leer. So, passt mal auf. Dann tun wir das hier so rein. Die Kupfermünzen, da kommt der Fisch mit dazu. Ja, ist ja wunderbar. Hat ja gut funktioniert. Ich würde auch fast sagen, die beiden, die nicht verletzt sind, schicke ich direkt wieder los. Das wäre ja Verschwendung, wenn nicht. Also, machen wir direkt. So, Blutpresse. Gibt's nichts zu tun. Gibt's hier noch irgendwas für Verbrauchsgegenstände eventuell? Nee, auch nicht so wirklich. Was haben wir hier? Rauer Faden und so weiter. Das kommt da alles mit rein. Dann hier einmal das ganze Zeug. Und hier haben wir noch das Papier. Jede Menge Papier, gnadenloser Eisen. Oh, gnadenloser Eisenspeer, eine bessere Waffe. Ich könnte auch auf den Speer umsteigen tatsächlich. Das wäre gar keine schlechte Idee. Beziehungsweise, naja gut, ich kann den ja noch gar nicht... Boah, ein Studierzimmer. Vorher kann ich das ja gar nicht erforschen. Bringt mir ja gar nichts. Na gut. Das muss ich aber trotzdem gerade überlegen. Irgendwo hatten wir doch noch eine Aufbewahrung für das ganze Kräuterzeug. Ich glaube, hier war es, ne? Genau. Der ganze Kräuterkram hier rein damit. So, dann haben wir noch Kupfer und die Edelsteine. Dann können wir schon wieder loslegen. Ja, komm. Weißt du was? Ich warte jetzt trotzdem. Ich warte, bis Alfred wieder gesund ist und dann schicke ich die alle gleichzeitig los. Das ist für mich einfach irgendwie etwas besser, als wenn die dann immer zeitversetzt kommen. Dann Sonnenblumenkerne haben wir ja noch gefunden. Das ist natürlich sehr erfreulich. Die kommen hier rein. So, ansonsten sieht es doch alles soweit ganz gut aus. Wir haben hier Wollgarn. Okay, Wollgarn. Der Knoblauch-Widerstandstrank. Ja, gut. Das Wollgarn tun wir jetzt erstmal einfach nur hier rein, damit es aufgeräumt ist. Irgendwo aufgeräumt ist. Und jetzt müssen wir im Grunde schon wieder los. Auf geht's. Keine Müdigkeit vor Schützen. So. Hopp. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ach so, warte mal. Ich kann doch das Portal nehmen. Ich bin doch ein Idiot. Warum will ich denn da hinlaufen? Ist ja Quatsch. Beatrice, die Schneiderin, sehr weit weg. Naja, gut. Das ist halt immer so die Sache. Die Bosse sind jetzt natürlich immer weiter weg von uns. Aber ich finde trotzdem, dass wir einen ganz guten Spot gewählt haben für unser Schloss. Es ist nicht zu weit weg überall hin. So, hier. Zack. Ab dafür. So. Sie ist in der Nähe. Okay. Und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. So, jetzt lass mal kurz schauen. In der Nähe. Blutspur, bitte zeig dich. Ah, okay. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir werden ja gegen größere Trupps hier jetzt antreten. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn ich da nicht den Schattenblitz nehmen muss, sondern wenn ich hier irgendwie was machen kann. Die Frage ist nur, was? Ein Frostblitz? Was ist das denn hier eigentlich? Ein Kugelblitz? Oder ein Zyklon, eine Entladung. Das sieht alles ganz geil aus, aber das kann ich jetzt gerade noch nicht so wirklich gebrauchen. Weißt du was, ich nehme den Speer wieder mit. Komm. Ich nehme den Speer wieder mit. Hilfe. So. Hier ist das Milizlager. Wo ist denn die? Das gibt's doch gar nicht. Ah, doch, wir kommen in die richtige Richtung. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Da am Milizlager einfach vorbeischleichen. Brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt.
Hauptsache, wir können noch ein bisschen den Blutmond ausnutzen. 20% bessere Fähigkeiten, das ist schon ein Wort. So, aber die Frage ist jetzt halt gerade wirklich, wo ist die? Wo ist die Alte? Die muss doch hier irgendwo sein. Dawnbreak. Ah, ja, Dawnbreak, das ist das Dorf. Oder eigentlich fast schon eine Stadt. Das ist eine kleine Stadt. Oh, nö, 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 nö. So, nix da, Freunde. Danke, 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 aber nö. So, pass auf, die Milizwache wird gleich gesäubert. Nein! Feuerschaden! Ich hasse Feuerschaden! Es ist so bescheuert! Oh, au! Oh, ist das dumm! Oh mein Gott! Also wirklich. Ich muss mir das gerade mal auf den Kopfhörern etwas lauter machen. Mein Gott, was kommt denn da jetzt alles? Gar nicht mal so viele Leute. Nein! Hör auf, mich da reinzuschubsen, du Depp! So. Mann, ey. Ich weiß jetzt auch, worin die Schwierigkeit dieses Bosskampfes bestehen wird. Die wird uns in massenweise solcher Gegnergruppen reinziehen. So, wachen, Hilfe! Wir werden angegriffen! Boah, wie ich diese Fackel-Arschlöcher hasse. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Bim, 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 ja, weck das ganze Dorf auf. Ist gut, Kumpel. Scheiß dich nicht an. So, weg mit dir. Jetzt weckst du niemanden mehr auf mit deinem Scheiß. Komm. Jetzt sind wir gleich Full Heal und dann können wir uns um den Boss kümmern. Die wird doch hier irgendwo sein. Gib mir mal das Zeug hier. Wo ist die blöde Kuh? Da, da ist sie ja! Oh nein! Genau das meinte ich! Genau den Shit meinte ich. Man muss erst das gesamte fucking Dorf ausrotten, bevor man diesen Kampf sinnvoll führen kann. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Ah, Hilfe, wachen. Wir werden angegriffen. So, also jetzt nochmal. Gut, ich meine, wenn ich schon mal da bin, kann ich auch gleich die Bude ausräumen. Hier, her damit. So, wo ist die blöde Kuh? Wo ist die jetzt hingelaufen? Au. So, kurz mal austrinken, weil ich brauche frisches Blut. Ich muss mir ständig regenerieren. So. Servus, Pferde. By the way. Komm, hier. So. Es war jetzt zwar schade, weil das Gelehrtenblut war auch ziemlich krass, aber gut, hilft ja nichts. So, wo sind die Wachen? Hilfe! Schnauze! Ah, warte. Bevor ich da weiter mal... vergiss es, nimm den Frostblitz. Viel effektiver. Allein, weil das wieder einer dieser Gegner ist, die ständig weglaufen. Oh, Mann!
Ja, okay, gut. Das war aber auch gerade dumm von mir. Ich hätte das besser lösen können. Ach, Mann, 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 Mann. Aber trotzdem, ich will das während des Blutmonds noch hinkriegen. Zumal ich jetzt gerade das gesamte fucking Dorf ausgerottet habe. Ah, hallo! Hallo, dicke Frau! Nichts damit weglaufen! Hier wird nicht abgehauen, Oma! Hör auf damit! Wait, what? Wait, what? Was? Bitte wie? Bitte wer? Bitte was? LOL! Bitte was? Das war aber so nicht ausgemacht! Heilige Scheiße! Au. Okay, das ist sehr, sehr heftig. Au, oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Ist sie? Oh. Wow. What the fuck? Au. Hör auf mich zu hauen, du blöde Kuh. Alter Falter, die haut aber auch rein. Okay, die ist ziemlich übel drauf. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, also. Die haut ziemlich hart rein, muss ich sagen. Aber jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Wow, 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 letzte Sekunde. Na also. Alter Falter. Alter Falter. Okay. New knowledge acquired. Okay, okay. Ich wusste nicht, dass die sich verwandelt. Das wusste ich nicht. Das tut die auf normal auch nicht. Da läuft die nur weg und in 1000 Milizen rein. Das ist nervig genug. Aber das hat die vorher noch nicht gemacht. Das ist ja geil. Das ist ja richtig, richtig cool. Okay. Ich hab die gute Frau unterschätzt. Das ist richtig krass. Die ist richtig gut. Schön. Da haben wir jetzt auf ehrliche Weise noch einen Boss gelegt. Ist auch nicht verkehrt. So, gib mir dein Zeug. Jawohl. Oh, au, 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 au. Wir haben jetzt mittlerweile doch sehr viel Silber dabei. Das ist sehr unangenehm. Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Oh ja. Sogar einiges. Her damit. So. So, mal kurz wieder gegenhealen. Auch wenn wir natürlich sofort wieder was verlieren, aber trotzdem, komm. Ab dafür. Nochmal kurz durch die Dinger hier durchgehen. Gibt's hier noch irgendwas im Dorf? Ah, ja. Ich glaube, ich erinnere mich, da war irgendwie noch eine Kirche oder was. Das ist ein bisschen nervig.
Aber hier gibt es nichts mehr, oder? Ne, hier haben wir schon alles mitgenommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal auf zurück. Weil, also, zu holen gibt es hier nichts mehr. Ne, haben wir alles schon. Und im Zweifel kriegen wir ja nur noch mehr aufs Maul. Das ist ja keine gute Sache. Oh, Servus. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Aha, wen haben wir denn hier? Oh, ein Skelett? Ein Skelett? Cool. So. Mal kurz Blutheilung aktivieren. Ja, und ab dafür. Wo ist denn der nächste Teleporter? Der wäre da oben. Ach komm. Da gehen wir direkt nach Hause. Machen wir uns auf den Weg. Ist ja weit genug. Vielleicht begegnet uns ja bis dahin noch irgendwas Interessantes. Ich will jetzt nur nicht noch mich mit irgendwie mit Knoblauch oder so einem Quatsch beschäftigen müssen. Ja, da kann ich leider nicht durch. Alter, also Silber, das tut auf Dauer schon gut weh, ne? Also, kann ich gar nicht anders sagen. Gut, ich meide das Dorf mal. Ich gehe mal drumherum. Ja, toll. Oder ich meide es auch nicht. Und bin einfach nur doof. Ja, oh, nicht als Bär, als... Ach, Mann, 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 ey. So. Da sind ja wieder irgendwelche Milizschützen und so ein Scheiß. Danke. No interest. From my veins, I rejuvenate. Gut, erst einmal schön hier wieder aufladen und dann geht's weiter. Boah, jetzt ist mir doch warm geworden. Vorhin war es wieder zwischenzeitlich ein bisschen frisch. Muss ich doch mal wieder. Hui, so. Kann aber auch an dem intensiven Bosskampf gelegen haben, aber nee, tatsächlich. Die Schneiderin war jetzt nicht übertrieben schwer. Aber es war interessant, dass die sich in so ein, wie nennt sich das, in so ein Gargoyle verwandelt hat. Das ist cool. Ehrlich. Finde ich durchaus krass. Oh. Okay, interessant. 2%, 3%, 4%. Ach komm. Komm, lass uns mal kurz die Gegner wegboxen hier. Das ist ja nicht so schwer. So, was haben wir hier? 4%, 5, 9%. 4%. 36, ja, tut mir leid. Ja, weg damit. Verdorbenes Herz. Na, das war aber keine reine Gelehrte. Er hat bestimmt einen OnlyFans-Account gehabt oder so. Das wusste nur keiner. Na, ihr? Na? Na, was denn los? Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ja, okay, gut. Ich soll mit meinem Essen nicht spielen. Oh, ihr seid gemein. Ihr könnt doch jetzt nicht die Gelehrten da auffressen. Och Mann, ihr seid ja wirklich Arschlöcher. Oh, die Wölfe sind ja richtig mies. Die sind ja gemeiner als ich. Also sowas. Also nee. Da fressen die einfach die Gelehrten jetzt weg. So eine Schweinerei. Na gut. Aber wir werden uns jetzt mal ganz flugs auf den Weg machen. Und uns vertschüßen. Ja, ich weiß, es tut langsam echt weh. Es tut langsam weh und wir müssen jetzt mal ganz kurz nochmal gegenhealen. Und das ist echt ärgerlich, aber okay, komm, die Silbermünzen sind es mir wert. Es gibt auch Silberwiderstandstränke, da sollte ich vielleicht auch mal einen trinken. Weil es gibt auch noch, so wie es eine verfluchte Eisenmine gibt, gibt es auch eine verfluchte Silbermine. Und, naja, was soll man sagen? Da kriegt man gut Silber eben mit, aber wenn du da keinen Silberwiderstandstrank trinkst,
dann bringt es dir auch nichts, wenn du da mehr Loot rausholst, weil du krepierst ja sonst am Schaden durch das Silber. Das ist so ein bisschen die Sache, das beißt sich etwas. So, da sind wir ja gleich wieder zu Hause. So, ab dafür. Gut, was haben wir da jetzt alles? Ach ja, diese blöden Silbermünzen müssen mal raus aus dem Inventar. Oh Mann. Das hat jetzt wehgetan, ehrlich. Gut, was haben wir sonst hier gefunden? Ah, Baumwollsamen haben wir gefunden. Das ist ja toll. Ich tue jetzt die Samen alle erst einmal dann da irgendwo weg. Hauptsache, sie gehen uns jetzt nicht im Weg um. Ja. Wie geht's Alfred? Ah, in 13 Minuten ist der soweit. Okay. Also können wir eventuell noch in diesem Part die Leute auf die Reise schicken. Müssen wir mal schauen. So. Wir haben hier jetzt jedenfalls wieder ein paar Herzen. Soweit zum Vergeben. Was haben wir noch? Verbrauchsgegenstände. Achso, ne, da gibt es nicht viel umzuräumen. Der arme Alfred. So. Ja gut, was haben wir dann sonst? Wir haben hier noch Alchemiezeug, also irgendwelche Knochen und so etwas. Und Öl. Was haben wir hier? Glühender Mondstein. Erhöht die maximalen Sprünge um 1. Ah, der Spektralwolf, der konnte was Spezielles. Ich erinnere mich. Der Spektralwolf konnte. Was war es? Entsendet einen Spektralwolf, der nach jedem Treffer zu einem Feind in der Nähe springt und bis zu 2 zusätzliche Treffer bewirkt. Das ist auch nicht schlecht. Aber das können wir noch nicht benutzen. Beziehungsweise wir müssten dafür erstmal unsere Schule zurücksetzen. Ganz ehrlich, aktuell brauchen wir es noch nicht. Donner wäre halt auch mal interessant, was der Donner kann. Kugelblitz. Feuere einen Kugelblitz ab, der an einem Ort verweilt und in regelmäßigen Abständen einem Feind in der Nähe schockt und ihm Statik zufügt. Zyklon. Erzeuge einen Zyklon, der Feinde durchbohrt und ihnen 90% Schaden sowie Statik zufügt. Ich will nur mal sehen, was der kann. Ich will das nur mal sehen. Ich meine, wir haben noch nichts, was das in irgendeiner Form verbessert, aber ich möchte es mal sehen. Wie sieht denn das aus? Ach so, das ist so ein Random-Ding, oder was? Ah, das formt so eine Acht um einen herum, oder was? Das könnte in Kämpfen gegen Gruppen eigentlich ganz interessant sein. Ich meine, das macht nicht allzu viel Damage, wahrscheinlich, aber es ist ganz lustig. So, ich will mal nur kurz noch die restlichen Sachen sehen. Deswegen setze ich das gerade mal zurück. Ah, was brachte die uns jetzt? Den Webstuhl und den Jägerumhang. Ah, okay, und das Baumwollgarn und so weiter. Ah, das war doch sehr, sehr top. Wunderbar. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Als nächstes würde ich sagen, holen wir uns da mal den Frostbringer. Oder warte mal, können wir. Wo ist denn das Studierzimmer? Wo kriegen wir das denn her? Von wem? Von dem nicht. Von ihm kriegen wir den Handwerkstisch. Von ihr, ist ja eine Sie. Ah, von der dunklen Gelehrten bekämen wir das, okay. Ah, interessant, interessant. Ja, gut. Als nächstes würde ich sagen, hol mal den Frostbringer. Aber jetzt möchte ich gerade nochmal kurz schauen. Was kann der Kugelblitz? C. Ah, okay. Das hat einen relativ großen Bereichsschaden tatsächlich. Also. Alfred, ich muss dich mal kurz testen, ja? Ja. Alfred ist sehr unbeeindruckt. Aber okay. Das setzen wir gerade mal zurück. Was war das letzte? Entladung. Blocke bis zu 1,5 Sekunden lang Nahkampf- und Projektilangriffe. Beim Blocken eines Angriffs wird das Ziel zu dir gezogen und gewährt dir ein Sturmschild. Feinde, die in nächster Nähe Entladung auslösen, werden 0,6 Sekunden lang betäubt. Sturmschilde umkreisen dich, verursachen 20% magischen Schaden und fügen Statik zu. Der Effekt ist bis zu dreimal stapelbar. Das wäre halt defensiv. Können wir mal probieren, was das kann.
Probier mal beim nächstbesten Gegner, den wir über den Weg laufen, mal die arme Sau, die das dann austesten muss. So, jetzt mal kurz überlegen. Was brauchen wir, um einen Webstuhl zu bauen? Warte mal, also habe ich eine Schneiderbank, habe ich die schon? Ne, die habe ich noch nicht. Veredelung, Webstuhl. 20 Bretter, 12 Kupferbahnen. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Dann nehmen wir mal allgemein Bretter und Kupferbahnen mit, weil die scheint man ja für sehr viele Dinge einfach hier zu brauchen. So. Gib mir mal her. Und dann noch die Bretter. So. Wunderbar, dann machen wir das gleich mal. Dann können wir uns mal darum auch kümmern. So, also hier haben wir das schön, das Alchemiezimmer. Hier kommt dann... Ja doch, hier kommt der Klamottenraum rein. Genau. Also erst einmal aus Prinzip stellen wir hier auch einen Vernichter auf. Einen Vernichter kann man immer brauchen. Und der nimmt ja nicht viel Platz weg und frisst auch kein Brot, sondern unsere alten Sachen. Deswegen nehmen wir das gerne. So, dann der Webstuhl. Den Webstuhl tun wir jetzt einfach mal hier so hin. Dann, die Papierpresse haben wir schon. Was brauchen wir hier zur Herstellung? Die Schneiderbank, da brauchen wir 24 mal Baumwollgarn. Was brauchen wir, um Baumwollgarn herzustellen? 16 mal Baumwolle. Auch das sollten wir inzwischen locker haben. Hier, Baumwolle, her damit. Wunderbarski, nehmen wir direkt mal an uns. Also dann, Baumwollgarn bitte. Schön fleißig herstellen. Was braucht man hier, um Tuch herzustellen? Ah, man kann entweder markloses Leder nehmen oder man nimmt dickes Leder. Oder man nimmt halt normales Leder. Naja, gut. Rauen Faden kann man mit Pollen herstellen. Okay, und dann Teppichrolle gibt es auch noch. Ah, okay. Und das wiederum haben wir noch nicht. Hier, den Wollfaden. Schade. So. Das packen wir mal dahin. Das Öl nehmen wir tatsächlich mal an uns. Den Rest packen wir ein. Hier. So. Zack. Dann haben wir noch hier für Alchemie das Öl. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Für die Lagerung. Gibt es da was? Lager für Edelsteine brauchen wir nicht. Wir bräuchten hier mal was für Schneiderei. Ah, sehr schön. Der Mond geht auch wieder direkt auf. Das ist natürlich sehr erfreulich. Beziehungsweise hier. Packen wir mal das wieder zurück. Lager für Schneiderei. Da machen wir doch hier mal direkt daneben so ein kleines Lager. Dann eine große Kiste einfach aus Prinzip noch daneben. Wer weiß, wofür es gut ist. Und ja, komm. Packen wir hier auch nochmal wohin. So, so ein paar Lager. Kann ja nicht schaden, wenn man sowas hat. Gut, den Rest packen wir dann wieder ein. Was haben wir da? Das ganze Leder, das kann weg. Der Wollfaden. Ne, den Wollfaden tue ich dann vielleicht mal hier irgendwo hin. So, Tuch, Wollfaden. Dann packe ich das restliche Tuch von unten mal da oben hin. Jetzt haben wir ja einen Ort, wo es hin kann. Ohne Probleme. So, die ganzen Edelsteine räumen wir gerade mal weg. Funktioniert ja alles wunderbar hier. So, was haben wir hier noch? Ach so, nee, das hat nichts damit zu tun. So, hier haben wir Baumwollgarn. Was haben wir dann noch hier? Blutjägerhose. Ah, das nehmen wir gleich mal mit. Das räumen wir dann oben auch noch ein. Wo hatten wir denn die Wollfäden? Die hat man doch auch irgendwo noch zwischengelagert. Die haben wir aber logischerweise hier nicht drin. Wir hatten doch ein paar, also so ein paar Wollfaden oder, nee, nicht Wollfaden, Wollgarn hatten wir doch schon mal eingesammelt irgendwo. Ich erinnere mich doch. Aber anscheinend haben wir die irgendwo umgeräumt, wo ich sie jetzt ad hoc nicht wiederfinde, was nicht gut ist, weil das eigentlich standardmäßig immer findbar sein sollte. Aber okay, macht nichts. So.
Hier ist sonst nichts mehr. Nee, das ist einfach nur der Nebenraum. Da müssen wir uns noch entscheiden, was da hinkommt. Vielleicht machen wir da einen Gefangenenraum draus oder so. Das wäre ja auch nicht schlecht. Dann, was haben wir noch? Das Ding hier. Ah, wir haben noch Ratten. Die kommen oben rein. So, hier gibt's noch... Ah, natürlich. Rein damit. Nebeltrance. Reduziert nach dem Auslösen die Abklingzeit um 54%. Nebeltrance. Können wir, glaube ich, noch gar nicht machen. Das ist für die Verbrauchsgegenstände. Okay, das ist alles für Alchemie. Nee, dann ist das scheinbar da drin. Oder? Oder was ist hier drin? Ah, hier ist das ganze Zeug. Dann hatte ich es eh schon instinktiv richtig einsortiert. Ich möchte es aber trotzdem dann lieber hier haben. So. Wie sieht es aus? Ah. Ich Trottel, ich wollte eine Schneiderbank machen, ne? Was brauchten wir dafür? Herstellung, Schneiderbank. 200 Blutessenz. 40 Bretter, 24 Baumwollgarn. So, okay, das produziert einfach weiter. Jetzt haben wir 24 Baumwollgarn, beziehungsweise wenn ich schon mal hier oben bin, tun wir hier gleich mal das Papier weg. So, noch mehr Schriftstücke. Die Bibliothek füllt sich, so muss das sein. Da holen wir hier 200 Blutessenz raus. So. Passt, 200 Blutessenz. Jetzt müssen wir noch die Bretter holen. Wie viele Bretter waren es? 40. Oh, Bretter braucht man schon noch für so einiges. Ich werde möglicherweise auch mal wieder dann einfach ein paar Bäume fällen und verarbeiten gehen. Aber mal schauen. Wir nehmen erstmal die Bretter. Klar, spätestens wenn verstärkte Bretter wieder mal dran sind. Dann wird's lustig. Ich meine, jetzt hier bei der Schneiderbank müssten wir eigentlich dann schon die Voraussetzungen haben. Oi, oi, okay, hier braucht man jede Menge Platz. Okay, das ist ja eigentlich ganz... Okay, das ist ganz gut. Warte mal, dann machen wir hier die Schneiderbank hin. Genau. Beziehungsweise, obwohl, das sieht eigentlich, sieht dann eigentlich doch besser aus, wenn es so an die Dingens hier grenzt, ne? So, machen wir hier einmal hin. Können wir hier nochmal so ein Ding hinmachen, warum denn nicht? Beziehungsweise eins näher dran. Komm. Genau. So. Das drehen wir so ein bisschen um. Steht hier so an der Seite. Und ja, die Truhe können wir von mir aus hier lassen. Die ist ja, glaube ich, leer, oder? Da ist ja nichts drin. Doch, die ganzen Trinkschläuche sind hier drin. Nö, die kommen hier rein. Und hier kommt der ganze Rest rein. So, wunderbar, passt. Das heißt, das passt auch thematisch gut. Na komm. Aber jetzt verstehe ich auch, warum das hieß, die Schneiderin hat das Blut Draculas in sich. Okay, das hatte ich auf normalem Schwierigkeitsgrad tatsächlich nicht verstanden. Weil ich mir gedacht habe, hä, was soll da von Draculas Blut sein? Die läuft doch einfach nur weg und ist nervig, weil sie natürlich immer genau so läuft, dass du gegen Millionen von Gegnern kämpfen musst. Aber dass die sich in Gargoyle verwandelt, wusste ich nicht. Das war mir jetzt gerade, das war mir komplett neu. Aber ganz ehrlich, das war cool. Der Gargoyle als Gegner war cool. Der war nicht völlig übermächtig. Gut, er hatte ja quasi nur die Hälfte ihrer KP, aber trotzdem, also... Doch, das war spaßig. Gut, Alfred, wie sieht's aus bei dir? Bist du jetzt mal wieder... Ah, Alfred hat sich erholt! Hervorragend, ein Wunder! Dann würde ich sagen, können wir zum Abschluss des Parts doch direkt mal... die Leute alle wieder losschicken. Jetzt muss ich gerade mal schauen hier, wie sieht es aus an der Schneiderbank. Was können wir hier bauen? Ah, okay. Das können wir tatsächlich schon machen hier. Okay, das ist natürlich hervorragend.
Wollfaden brauchen wir dafür. Okay. Wie viele Wollfäden haben wir? Ah, okay, das sind genug. Das sind genug Wollfäden. Gebt mir mal den ganzen restlichen Kram. Da. Einmal den Jägerumhang. Der ist deutlich besser als der Reiseumhang. Dann den Hohlzahn Brustschutz, Hose, Handschuhe, Stiefel. Haben wir direkt ein neues Set. Ist ja Optimum. Beziehungsweise nicht anziehen, sondern einfach nur ablegen hier. So. Dann das gleiche gilt für den Kram. So. Und wir ziehen uns erstmal in aller Ruhe an. Wir haben mehr Zeit. Ist eigentlich auch ganz nett, ne? Wenn man so sich das so anguckt, wie das da so schön arbeitet. Schön. Ganz fleißig. Und fertig. Jawohl. Und damit sind wir Stufe 47. Kriegen auch noch, also wir kriegen den Set-Bonus. Das ist sehr, sehr gut. Oder? Oder gibt es einen Set-Bonus hier? Nee. Ah nee, einen Set-Bonus gibt es hier gar nicht. Okay, interessant, interessant. Okay. Aber, na gut, von mir aus, von mir aus. Ich will jetzt gerade da gar nicht zu sehr es jetzt hiermit übertreiben. Deswegen, ich packe das alles mal hier wieder rein. Ich frage mich nur gerade mit dem Hexenmeister-Set. Das Hexenmeister-Set tue ich jetzt einfach mal... Kann ich das hier reintun? Nee. Ich tue es einfach mal in die Schneiderbank rein. Wenn wir nochmal einen Begleiter finden, dass wir den dann damit ausrüsten können hier. Ich weiß gar nicht, ob man den Reiseumhang, ob man den auch Leuten geben kann. Oder ob man dafür wirklich dann Ringe oder sowas braucht. So, warte mal. Wir haben hier irgendwelche Ratten. Die Ratten kommen hier ins Lager für Alchemie rein. Oder? Nee. Ach, zu den Verbrauchsgegenständen. Von mir aus. Bitte. Jetzt gehen wir nochmal hier kurz hin. Und schicken die Leute los. Und dann können wir den Part auch beenden. So. Wie sehen wir eigentlich aus? Moment mal. Sorry, kurz mal noch eine kleine Modenschau. Ah, das ist die Hauptfarbe. Was ist, wenn wir das jetzt in den schnieken Rot haben wollen? Naja, gut. So richtig leuchtend. Das leuchtet schön rot. Das sieht auch ganz interessant aus. Okay, das ist mehr so bläulich. Das ist weiß-rot. Interessant. Blau sieht natürlich auch interessant aus. Passt aber nicht zu ihren Ohrringen. Weißt du was? Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Ich glaube wirklich, ich nehme dieses weiß-rot. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Dann machen wir das überall mal hier. So, zack. Den Umhang, den glaube ich, brauchen wir nicht sehen. Oh. Ja, sehr schön. Ich sag ja, die Klamotten sind für weibliche Charaktere ein bisschen vorteilhafter geschnitten. Wenn ihr versteht. Okay, ne, aber von mir aus, das sieht doch ganz nice aus so. Nur ganz nette Farbe. So, und jetzt würde ich sagen, setzen wir uns mal. Und ab dafür. Also, die drei können wieder was machen. Können wir in die Eisenmine wen reinschicken? Den Alfred können wir da reinschicken. Ist eigentlich ganz nice. Ich überlege bloß gerade, ob wir das so machen sollten oder nicht. Ich meine, Eisenerz nehme ich an sich eigentlich selber auch immer wieder mit. Dafür brauche ich nicht unbedingt wen. Was haben wir hier? Dawnbreak. Oh, das ist vielleicht ganz vorteilhaft, oder? Ah, aber da ist keiner wirklich geeignet dafür, ne? 81% Erfolgschance. Wir könnten natürlich komplett jetzt sagen, wir machen das sorgfältig geplant, aber nee. Komm, da machen wir stattdessen jetzt hier noch ein paar andere Sachen. Hier jemanden zum Angeln. Beatrice, du gehst mal angeln. 2 Stunden, ab dafür. Dann, was haben wir hier? Die Schwefelgrube. Die Banditenwaffenkammer. Was gibt's hier noch irgendwo? Gibt's hier noch irgendetwas zum Jagen? Ja, hier die Baumwollfarm, komm. Ah, okay, nee, das passt aber auch nicht ganz. Das ist noch zu stark. Da müssen wir später nachziehen. Aber doch, komm, von mir aus, dann kann der Alfred in die Eisenmine gehen. Why not? 2 Stunden lang, 100% Erfolgschance. Was ist, wenn Severa mitgeht? Ah, okay. Interessant. Für die würde das passen. Gut, wunderbar. Auf geht's. Dann kriegen wir richtig schön viel Eisen von denen in 2 Stunden. Das ist ja auch nicht schlecht.
Gut, perfekt. Ich würde fast sagen, alleine schon, weil wir ja am Ende jedes Parts wahrscheinlich in Zukunft hier die Leute auf die Jagd schicken können. Naja, gut, obwohl nicht jedes Parts, jedes zweiten Parts im Prinzip. Könnte ich auch meinen Steinsarg hier nach oben verlegen. Aber ich muss sowieso da noch ein paar neue Räume anbauen und so weiter. Das muss ich sowieso mal alles überlegen. Ich meine, was brauche ich, um das hier aufzuwerten? 8 verstärkte Bretter. Die kann man auch mal zufällig finden. Also das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Aber na gut, mal schauen. Wisst ihr was? Ich hau mich aufs Ohr. Wir sehen uns im nächsten Part. Wollen wir dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Vincent den Frostbringer schon zuverlässig erledigen können, weil wir haben ja schon gesehen, der ist ziemlich hart nervig. Aber gucken wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.